Alter, was geht ab, Leute? Hier? Ich habe ein paar Überraschungen am Start. Und zwar. Warte mal, weg damit. Bam! Ich hoffe, ihr könnt es so sehen. Moment, muss mal kurz stillhalten für das Thumbnail. So. Und zwar hat mir das Gate to the Games geschickt. Alte Kollegen. Kennt ihr vielleicht die Geschichte? Ich habe ja früher Yu-Gi-Oh! Gespielt. Alter, ich habe irgendwie das Gefühl, das sage ich jetzt in letzter Zeit in jedem Video. Aber ja, wir haben mal Yu-Gi-Oh! Gespielt. Und das ist ein Online-Karten-Shop. Verkaufen natürlich alle Karten, also Magic, also TCGs, alle Trading Card Games, Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Und so. Und früher, sechs Yu-Gi-Oh! Da mit denen ein bisschen zusammengearbeitet, habe sogar Artikel für die geschrieben, für deren Webseite, deswegen kennen wir uns. Und ja, jetzt bin ich krasser Pokémon Go YouTuber, dementsprechend haben sie mir Pokémon-Karten geschickt. Auch wenn ich eigentlich keine Ahnung von Pokémon-Karten habe. Ja, und wir machen das Latias-Teil auf. Ich habe vorhin auf YouTube kurz rumgefragt und die meisten wollten, dass ich Latias aufmache. Dementsprechend mache ich das auch. Das wird heute im Livestream aufgemacht. Also schaut vorbei. Wir machen da das Majestät der Drachen Pin Kollektion Latias auf. Nochmal Dank an Gate to the Games, wie gesagt, unten in der Beschreibung. Und ich muss ehrlich sagen, also ich habe ja mit denen zusammengearbeitet. Das sind echt gute, das ist ein guter Shop, gute Partner. Lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen. Also ich empfehle die jetzt nicht nur, weil die mir was umsonst geschickt haben, sondern weil die halt echt gut sind. So. Eigentlich hatte ich noch vor, hier mein Handy aufzubauen und das dann aus zwei Winkeln zu machen, aber ja. Wir sind keine professionellen Opening-YouTuber. Dementsprechend habe ich das mit dem Setup nicht ganz hinbekommen. Müsst ihr leider so klar kommen. Das erinnert mich an, Shoutout an Zero of Time. Ich glaube, der heißt so. Macht ja meistens eigentlich Pokémon Openings. Aber auch hin und wieder, wenn was krasses kommt, Pokémon Go Videos. Zum Beispiel Lavados Day, Arctos Day, Zapdos Day. Habe ich gesehen. Community Days macht er, glaube ich, auch. Lass mal ein bisschen kollabieren, Bruder. Shoutout an dich. So. Also, erstmal haben wir einen Latias Pin. Dementsprechend auch einen Latios Pin. Ich habe hier eine kleine Pinsammlung. Oh, das ist echt. Allein dafür lohnt es sich schon, muss ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das kostet. Könnt ihr ja mal unten in die Kommentare schreiben, was der Preis für ein Majestät der Drachen Pin Kollektion Box, nenne ich das mal, ist. Artikel. Stürme den Himmel mit Latias. Durchbrich mit dem akrobatischen Latias und seinen kühnen Manövern die Schallmauer. Puh. Die Pin-Kollektion Latias, der Pokémon-Sammelkartenspiel-Erweiterung Majestät der Drachen, bereichert deine Sammlung um die Hochgeschwindigkeit von, nein, und Drachenpower des Aeon-Pokémon. Ein Erfolgsrezept für jeden guten Trainer, der ganz nach oben will. Und wir wollen auf jeden Fall ganz nach oben. Pin-Kollektion Latias, der Pokémon-Sammelkartenspiel-Erweiterung Majestät der Drachen, enthält eine holographische Promokarte Latias. Boom. Einen tollen Pin mit Latias. Boom. Drei Booster Packs der Pokémon Sammelkartenspielerweiterung Majestät der Drachen. Ein Code für das Pokémon Sammelkarten Online-Spiel. Ja, den Code könnt ihr natürlich haben, wer auch immer das Online-Spiel zockt. Das nochmal ganz kurz. Und zwar, das Geile, das hat Yu-Gi-Oh! Zum Beispiel nicht. Wenn man sich Karten kauft, Pokémon-Karten, dann gibt es einen Code und den kann man dann einlösen im Online-Spiel. Und dann hat man die Karten auch online. Das ist richtig geil. Sollte Yu-Gi-Oh! Auch einführen. Hier. Ja, hier. Zeige ich euch einfach mal. Ich hoffe, ihr schaut das Video trotzdem noch weiter. Naja, eigentlich hätte ich es am Ende zeigen sollen, aber egal. Für euch. Löst den Code ein, der erste, der ihn einlöst, der bekommt. So. Das erste Pack, das ist. Boah, ich kenne gerade seinen Namen nicht, aber das ist ein Legendärer. Auf jeden Fall. Das ist der auf. Ich glaube, schwarz und weiß drauf ist, also einer von den zwei. Aber ihr wisst, ich habe keine Ahnung. Achso, hier sind auch noch kurz drin, in den Boostern jeweils. Die machen wir, zeigen wir am Ende. Also bleibt dran. Oder spult's vor. Macht, was ihr wollt, aber okay. Ganz ehrlich, ich schaue sie mir einfach direkt so an. Ich habe ja keine Kamera, dementsprechend muss ich es ja nicht spannend machen. Ich kann euch danach nur die Sachen zeigen. Okay. Ihr habt es gesehen. Da haben wir als erstes Dratini.
Der Teenie kennen wir. Sieht cool aus. Ist halt so braun, so gelb. Ein gelbes wohl Drache, okay, okay. Wie Brava. Den kennen wir auch. Capador, den kennen wir auch. Dann kommt bereits das erste, das wir nicht kennen. Ist aber ein Drache. Dementsprechend nehme ich mal an, dass er mächtig ist. Mini das. Flamiao. Kennen wir eigentlich auch nicht, aber ich habe schon mal öfters von dem gehört. Dann Altaria. Holo. Die Sache ist, wir haben jetzt zwei Holos. Und die sehen bereits anders aus. Der ist komplett Holo. Und der, bei dem ist nur das Bild Holo. Grandiras. Das ist wahrscheinlich die Endentwicklung von dem Kerl hier. Und ich habe keine Ahnung, was für eine Gen das ist. Wasserenergie, juckt keinen. Rettungsring, juckt glaube ich auch keinen. Drasche, den kennen wir auch. Und Fione, Murmeln des Meeres. Kein Plan, Leute. Aber hier habt ihr den Code, Leute. Löst ihn ein, habt Spaß. Warte mal, das war glaube ich zu kurz. So. Okay. Nächstes Booster Pack. Moment, schauen wir uns erstmal Latias an. Hypnoschuss. Das aktive Pokémon deines Gegners schläft jetzt. Klingt ganz gut. Nebelball. Feuerenergie, Psychoenergie, Normalenergie. Wirf eine Münze, lege bei Zahl eine Feuerenergie und eine Psychoenergie von diesem Pokémon auf deinen Ablagestapel. Das klingt ziemlich schlecht. Vielleicht hinterlasst einen Kommentar, falls ihr wollt, falls ihr sehen wollt, wie ich mal streame und das Pokémon TCG Trading Card Game zocke online. So. Dann mache ich es so. Dann könnt ihr es mit mir als erstes sehen. Beziehungsweise ihr seht es vor mir, also Wablu. Corazon. Sieht nice aus. So. Kangama, Euda. Zwei regionale. Sepa, okay. Das ist ja nur ein Pokémon, die wir kennen. Kindwurm, okay, den kennen wir auch. Zygarde. Auch wieder diese Ganz-Holo. Drache. Eine Menge Drachen irgendwie. Das heißt auch Drachen oder irgendwas, ja. Majestät der Drachen, okay, kein Wunder, dass so viele Drachen am Start sind. Und nach dem müsste, glaube ich, wenn dann was Krasses kommt. Falls was Krasses drin ist. Ja. Also es ist Setra King. Setra King an sich ist nicht krass, aber es ist eine Jax-Karte. Und ich glaube mal Jax-Karten sind krass, weil die sieht ziemlich krass aus. Es ist halt leider nur Setra King, anstatt irgendein geiler Drache. Psychoenergie glaube ich mal. Ich habe keine Ahnung. Wobei, Psycho ist eigentlich das Auge. Fee? Feenenergie? Drasche? Jungglut. Shenlong. Also es gibt einfach ein Pokémon, das... Also da steht Shenlong, aber ihr wisst, was ich meine. Shenlong. Yo. Okay. Interessant. Interessant. Code. Habe ich euch den Code gezeigt? Code. Für das zweite Booster. Ein Booster haben wir noch. Da ist Butalanda drauf. So, können wir die GX-Karte toppen? Was war beim zweiten Booster drauf? Es war... Achso, wieder dasselbe. So. Wir können wieder zuerst schauen. Den Code legen wir mal hier zur Seite. Also die erste habe ich schon gesehen, Kidwurm. Den haben wir schon. Und dann... Kanimani. Okay. Dratini, den haben wir auch schon. Minigas, den haben wir auch schon. Sepa, okay. Also wir hatten schon einen Sepa, aber der sah anders aus. Yo. Victini.
Das Krasse ist, die sehen alle anders aus. Jetzt kann ich nicht sagen, ist das krass oder ist es nicht krass. Aber es, ich kann nur sagen, es sieht anders aus. Komplett anders. Ich zeige euch mal alle Holos. Weil das Holo-Prinzip in Yu-Gi-Oh! Ist viel simpler. Pokémon ist es irgendwie ziemlich kompliziert. Pyros letzter Widerstand. Eine Trainerkarte Holo. Okay. So. Ist das Unlicht, Energie, Shenlong, Dragonier und Morlord. Okay. Zeig mal kurz. Der Code natürlich für euch. Gönnt euch. Ich zeig euch mal kurz die Ausbeute. So. Weil das. Da sind einfach so drei verschiedene Raritäten drin. Vier an sich. Man verstehe das Prinzip. So. Nochmal ganz kurz. Das ist die Ausbeute an Holos. Ein bunter Mix, okay. Da haben wir hier die normale Holo, wo das Bild einfach Holo ist. Dann haben wir, ich nenne sie Vollcard Holo, wo einfach alles Holo ist. Dann haben wir die GX-Karte, die einfach krass aussieht. Und dann haben wir den hier, der einfach komplett anders aussieht. Wer Ahnung hat, schreibt unten in die Kommentare, wisst ihr was dazu, zu den Raritäten. Habe ich was Geiles gezogen? Gibt mir Tipps. Aber das war, oh, ja, den hatte ich auch noch. Den hatte ich auch noch, nicht vergessen. Auf jeden Fall, das war's von mir. Und diesem Opening, Latias Majestät der Drachen Pin Collection. Danke und Shoutout an Gate to the Games für dieses Opening. Wie gesagt, heute Abend noch ein Livestream, wo ich das Latios Teil aufmache. Aber schreibt unten in die Kommentare, wie ihr das fandet. Zockt ihr das Spiel? Habt ihr Karten? Wollt ihr mehr Openings sehen? Alles unten in die Kommentare. Das war's von mir wieder. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Analyse ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.